Schön, dass du da bist und auch heute begrüße ich dich ganz herzlich zu dem heutigen Video. Heute mal etwas dunkler im Hintergrund, schön, dass du da bist. In dem heutigen Video ziehe ich dir aus dem Kartendeck Vici Lenormand Karten für dich und deine Zwillingsflamme einige Karten als Begleitung für deinen Seelenweg. Wie entwickelt sich das zwischen euch? Mein Name ist Valeria Tochtenhagen. Ich unterstütze dich als Coach, spirituelle Lehrerin und Mentorin und Hypnose-Master rund um das Thema Liebe, Partnerschaft, Seelenverbindungen, Zwillingsflammen, Persönlichkeitsentwicklung und spirituelle Entwicklung. Schließe deine Augen und sende mir deine Gedanken zu. Wir schauen jetzt einfach, wie geht es deine Zwillingsflamme? Was ist auch wirklich wichtig für dich zu wissen? Welcher Impuls möchte heute zu dir? Die Karten nutze ich gerne als kleine Impulse für dich. Das sollte auch deine Seele anregen. Und natürlich, wenn du dich auch am Wachstumsweg oder in deinem spirituellen Weg dich befindest, freue ich mich sehr, wenn du dich natürlich auch für eine kostenfreie Erstgespräch bewirbst hier und einfach mal in dich hineinfühlst. Wo stehst du gerade? Was brauchst du noch gerade? Wo benötigst du noch Unterstützung? Was könnte dir auch natürlich noch helfen, um weiterzukommen? Sehr gut. Wir schauen jetzt, wie geht es deine Zwillingsflamme heute? Aber bevor wir damit beginnen, bitte ich dich, dass du auch dieses Video kommentierst mit Hashtag Zwillingsflamme und auch seine Initialen mit hineinschreibst, denn wirklich, dann nimmst du teil an einem Gewinnspiel, wie jeden Freitag auch. Und es geht darum wirklich, dass du 15 Minuten eine kostenlosen Erstgespräch oder eine kostenlose Kartenlegung mit mir erlebst oder mich auch persönlich kennenlernst. Freue ich mich sehr, also dass hier auch diese Community so wunderbar gewachsen ist, dass uns die Liebe auch miteinander verbindet. Und ja, schreibst du einfach, ja, und ich drücke dir schon mal die Daumen auf jeden Fall. So, lass uns beginnen. Es geht wirklich um den Mond, und das ist jetzt hier wirklich noch der abnehmende Mond, wie du siehst, also die Gedanken, die Wolken, also er macht sich sehr viele Gedanken, auch jetzt in dieser abnehmenden Mondphase nach dem Vollmond, denn der Vollmond war auch unglaublich kraftvoll, wir hatten Vollmond im Schützen und Schütze steht auch für Ziele loslassen, Ziele visualisieren, aber alles Hindernde auch loslassen, was einen so ein Stück weit zurückhält. Das war auch die 10-Millionen-fache Tag. Ich hoffe, du warst auch mit dem Vollmondritual dabei. Also war unglaublich kraftvoll. Und deine Zwillingsflamme macht sich sehr viele Gedanken jetzt in diesem abnehmenden Mond, wie du siehst. Also seine Gedanken sind unterschiedliche Natur, sind wirklich unterschiedliche Natur. Ich sehe das jetzt schon wirklich sehr. Und auch über die Musik ist er auch ganz nah bei dir. Also du siehst hier auch die Musik. Die Musik symbolisiert auch wirklich den Schlüssel, den Zugang auch zum Universum. Vielleicht hört er auch Klänge, Frequenzen. Vielleicht ist er jetzt auch in diese Twin Flame, hört er vielleicht Twin Flame Frequenzen. Wenn du da auch etwas an Frequenzen oder Musik hören möchtest, findest du einiges auf dem Sri Yantra Reka Kanal. Also unter die Kanäle findest du alle meine YouTube-Kanäle, die auch hier zu finden sind. Also schaust du einfach vorbei und da findest du vielleicht für dich das Passende, was deine Seele berührt, was deine Sinne berührt. Denn da bist du auch connected hier mit deiner Zwillingsflamme. Und das nehme ich hier besonders wahr. Es geht hier wirklich um diese tiefe Seelenverbindung bei ihm, diese tiefe seelische Nähe, was er auch für dich fühlt. Und ich finde das unglaublich schön und wundervoll, ja?
Also diese tiefe seelische Nähe ist wirklich wundervoll. Das kann man mit gar nichts anderem beschreiben, ja. Und es gibt ihm auch diese Sicherheit, gibt ihm auch, also er bekommt eine ganz andere Wertigkeit von dieser Verbindung. Also das ist unglaublich schön, ja. Und es geht auch darum, also der Yang-Energie symbolisiert, also die männliche Energie, also seine männliche Kraft erwacht. Also das ist unglaublich stark auch, ja. Er traut sich, er setzt sich durch, er traut sich und das ist also wundervoll. Also die männliche Energie ist sehr, 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 sehr präsent hier bei ihm. So wundervoll. Und jetzt lese ich auch für dich natürlich ein Gedicht, und zwar aus dem Buch von Christian Fricke, Was es ist. So, schließe deine Augen. Salzig deine Tränen sind, salzig wie der Meereswind, der so rau und kalt dir blies, als Schweremut ins Herz dir stieß. Und sind die Tage grau und trüb, und Traurigkeit nur übrig blieb, denn denk an mich, du Sonnenschein, und wisse, du bist nicht allein. Das war das Gedicht für dich. Ich hoffe, das hat dich genauso berührt wie mich. Schreib auch gerne in die Kommentare auch dein Wahrnehmen, auch dein Gefühl. Freue ich mich sehr. Umso mehr natürlich Austausch hier stattfindet, umso inniger wird hier auch diese Gemeinschaft. Ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal dabei bist. Ich danke dir.